Hallo und herzlich willkommen zurück auf Hof Hirschfeld. Heute zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Ja, und ihr seht schon, ich bin im Shop natürlich. Ich werde hier irgendwas kaufen, das ich euch dann entsprechend vorstellen kann. Und zwar ist es ein Schneidwerk. Ein Schneidwerk, das für verschiedene Mähdrescher existiert. Aber das ist schon ein Highlight. Das ist nämlich, ja, ich sag's mal vorsichtig, groß. Ja, und das machen wir alle nach einem kurzen Intro. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon jetzt im Bereich der Werkzeuge. Schneidwerke natürlich. Da gehört's hin. Ich scroll mal noch ganz hinten durch. Da seht ihr schon. Duros 55 Fuß. Das Ding ist riesig. 16,5 Meter. Zum Vergleich, die Standardschneidwerke haben 13,7 Meter. Also das ist schon ein Hammer. Ja, und dann gibt es hier die Möglichkeit, dieses Schneidwerk zu kaufen. Ihr seht auch, das ist entsprechend teuer. Also wer große Flächen mähen möchte, der muss auch entsprechend Kohle dabei haben. Normales kostet 89.000, die Dinger kosten gleich mal 160.515 Euro. Sind auch Sonderanfertigungen, gibt es tatsächlich in Europa eher wenig, aber da sage ich gleich noch was dazu. So, ihr habt hier die entsprechenden Attacher für die großen Mähdrescher, ne? Für den Case Axial, für den New Holland, CRC 90, für den Akko und für den Klaas Lexion 780. So, wenn wir mal hier reinwechseln, dann seht ihr hier den Mod. Ja, geht kaum beim Händler rein in der Breite, aber es passt noch. Da ist gar nicht so viel zu konfigurieren. Normalerweise hat das hier 10 km/h. Verzeiht mir, da habe ich ein bisschen die 2 km/h habe ich dazu gepackt. Ich habe auch gesehen, dass die das tatsächlich auch können. Die fahren nicht unbedingt 10 km/h, die können auch durchaus mit 12 km/h fahren. Deswegen habe ich das ein bisschen angehoben. So, und dann kommen wir hier zu den Farben. Standardfarben sind drin, auch da habe ich noch ein bisschen nachgeholfen. Ich habe die Class Green und Class Red hinzugefügt, aber das habe ich tatsächlich auch nur bei diesem hier gemacht. Bei dem Akku habe ich das nicht gemacht. Da seht ihr das, da gibt es nur die Standardfarben. Und ja, man beginnt auch mit Schwarz hier, aber ihr könnt halt entsprechende Farbe auswählen, die zu eurem Gerät auch passt. Ansonsten gibt es hier gar nicht viel zu sagen. Ich kaufe das jetzt nicht, weil ich das schon gekauft habe. Und dann gibt es hier entsprechende Transportanhänger für die Schneidwerke. Das ist tatsächlich nochmal was Besonderes. Erstmal ist das Ding urlang. Das hat vorne und hinten zwei Achsen, Drehschemel hier. Aber das hat einen Tank mit drauf. Ne? Natürlich auch hier entsprechend einen kleinen Motor oder eine kleine Motorpumpe. Zu eine kleine Motorpumpe zum Betanken. Und ja, hier hinten ein entsprechendes Schild Oversize, klar. Und an dem Schild seht ihr schon, das ist nicht für Europa gedacht. Das Ding fährt in Europa auch so nicht. Macht auch keinen Sinn. Es gibt hier die entsprechende Warnleuchte. Sehen wir gleich aber auch noch in der Realität. Kostet 21.892, keine Konfiguration. Alle gut. So, und jetzt springen wir mal hier raus. Ich habe den mal hier hingefahren. Wir möchten das Ding ja auch im Einsatz sehen. Hier seht ihr es mal aus der Nähe. Das ist der Wagen, der dazugehört zu dem Pack. Ja, Material sieht, würde ich sagen, konvertiert aus, ne? Ach, da fängt schon wieder einer zu hupen. Aber grundsätzlich in Ordnung, passt also keine Dramatik dran. Hier, ich habe das tatsächlich in dem Gelb oder Glasgrün gekauft. Ja, funktioniert alles, passt. Wie gesagt, tanken könnte auch. Ich habe jetzt im Moment nichts drin, aber ich habe das schon mal getestet, das funktioniert. Aber guckt euch das mal an. Jetzt seht ihr mal die Größenverhältnisse. Ich fahre den mal hier ein bisschen vor und stell den mal hier hin, an die Seite. Guckt mal, also ich habe den Ideal nicht kleiner gemacht. Ne? Also ihr müsst nicht glauben, dass der kleiner geworden ist. Aber guckt euch das mal an, neben dem Schneidwerk sieht der mickrig aus. Also nur mal, um die Verhältnisse wirklich zu sehen. So, die Verhältnisse sind wirklich unglaublich. Naja, hängen wir den mal ab. Den Anhänger, dann können wir den hier schon mal ausklappen. Wir wollen das Ding auch in Aktion sehen. Ne? Das muss ja schon passieren. So, Attachen funktioniert auf jeden Fall. Ich habe mir auch schon aufgeladen damit. Ihr habt auch gesehen, der liegt relativ fest auf dem Wagen. Der ist jetzt gerade so ein bisschen mit angehoben worden. Damit könnt ihr aber auch schon ein paar Pirouetten drehen. Aber
Fahrt nicht durch so eine enge Karte damit, ne? So, was sehen wir hier noch? Hier sind entsprechende Laufräder mit dran, die, wie ihr das auch seht, die sind gefedert. Das macht absolut Sinn aufgrund der Länge dieses Schneidwerks. Das kann der Drescher einfach nicht auf seinem alleine tragen vom Gewicht her, ne? So, und da vorne seht ihr auch, dass der Einzug ist animiert. Gefällt mir auch sehr gut. Das sieht doch schon ganz schick aus hier. Die Gabeln fallen hier entsprechend runter. Schön. Und dann wollen wir mal loslegen. Mal gucken, Stroblage an. Jetzt so nicht. So. Ja, und da wird natürlich jetzt einiges an Stroh auch rauskommen bei der Breite. Und ja, wie ihr das hier schon seht, der drischt hier ordentlich ab, ne? Ihr seht auch, der hat hier an der Seite, ich kann das auch gerne anmachen, diese Seitenscheinwerfer für die Nachtarbeit. Es könnte nämlich sein, dass euer Drescherlicht nicht so weit zu den Seiten rechts und links geht. Und ich glaube sogar, dass man in der Nacht dann die Chance hat, hier ein bisschen aus der Innenansicht zu fahren, weil ihr das Feld entsprechend ja beleuchtet habt, da wo ihr seid und da wo ihr gerade eben nicht seid. Aber gut, wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen an der Stelle. Das funktioniert wunderbar, ist ein schönes Schneidwerk, die Räder drehen mit, das seht ihr hier auch. Ihr seht sogar, die sind gefedert, also die Federn, ne, gehen hier hoch und runter. Das finde ich schon dann auch schick, also das ist wieder ein sehr, sehr schickes Detail. Da hat sich der Modder viel Mühe gegeben, vielen Dank dafür. Wie immer findet ihr natürlich die Beschreibung und den Link in der, den Link in der Videobeschreibung. Und ja, wenn euch die Vorstellung gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Schneidwerk haltet. Bevor ich es vergesse. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich bin noch ein bisschen durch den Wind heute, entschuldigt. Warum fahren die Dinger in Europa nicht? Das liegt daran, dass hier natürlich in so kurzer Zeit so viel Getreide reinkommt oder so viel Material reinkommt, dass die Aufnahme verstopfen würde. Eigentlich sind diese Schneidwerke, kommen die aus Australien, da werden die auch an den Dreschern genutzt, weil da zum Beispiel Weizen oft so steht, dass der gar nicht bewässert wird. Und dann ist da nur ein sehr geringer Ertrag auf diesen großen Flächen und dann kann man natürlich schneller rüberfahren. Das heißt also, in Summe ist der Ertrag sogar eher noch niedriger als bei unseren Feldern, wenn der Mähdrescher da halt hier so eine Bahn fährt. Aber dadurch können die das halt auch, ne? Bei uns würde das gar nicht gehen, weil die, das wird in DT, Dezitonne pro Hektar gemessen. Und die DTH ist einfach in Europa viel, viel höher, als es auf diesen australischen Feldern ist. Und deswegen kann man da solche Schneidwerke einsetzen. So, jetzt habt ihr hier natürlich MLS andere DTH-Erträge und müsst ihr halt selber entscheiden, wie realistisch ihr das findet, wie das passt. Also es gibt die Schneidwerke, das steht völlig außer Frage. Die könnten nur in der Form so hier nicht eingesetzt werden. Das sage ich euch auch ganz klar. Von daher, ja, will ich euch da nichts vormachen. So, dann war es das jetzt aber wirklich für diese Vorstellung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir das Däumchen da und wie gesagt ein Abo, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Und wenn ihr die Ersten sein wollt, dann klickt ihr sogar noch auf die Glocke. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es wieder heißt, neue Folgen, neue Mod-Vorstellungen von Hof Hirschfeld. Ich wünsche euch einen schönen Tag, alles Gute, bye bye und ade.